Ein illegales Rennen, gefilmt mit dem Handy. Mal sind die Fahrer verabredet, manchmal kommt es aber auch zum spontanen Kräftemessen. Das kann noch nicht einmal das gesprochene Wort sein oder das kann dann auch zum Beispiel durch Handzeichen passieren. Das kann dadurch passieren, dass man sich an der Ampel trifft. Oft enden diese Rennen in schweren Unfällen. Annika war mit dem Taxi unterwegs, als sie einen Raser rammte. Sie wurde schwer verletzt. Ein Satz eines Polizisten geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Das tut mir leid, wenn ich Ihnen das jetzt so direkt sagen muss, aber wäre der 5 Zentimeter weiter links oder rechts, wäre der nicht genau auf die Achse des Fahrzeugs aufgefahren, dann wären Sie jetzt tot. Die Raser kamen mit Bewährungsstrafen davon. Annikas Leben hat sich seit dem Unfall grundlegend verändert. Es gibt faktisch keinen Tag, an dem ich nicht in irgendeiner Weise A, davon betroffen bin, durch Rückenschmerzen, irgendwas anderes, Bauchschmerzen, weiß ich nicht. Oder in irgendeiner Form daran denke. Die Polizei versucht, mit verstärkten Kontrollen der Lage Herr zu werden. Doch es ist schwer, die Rennen zu verhindern. Der Kick offenbar zu groß. Genau, das ist auch wie eine Sucht, ja. Sobald das Auto das hergibt. Autorennen, eine Sucht, die immer wieder Unbeteiligten das Leben kostet.